Wirklich? Welche Überraschung. Da ich keinem von Ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn Sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika Leben zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns? Exzellent. Alright. Kippt sich gleich hinterher. So. Zur Kabine zurück, um den Tag zu beenden. Jetzt muss ich mehrere Tage auf diesem Drecksschiff verbringen. Ich werde irre, werde ich doch hier. Schups. Warte mal. Ja, hier geblinkert er doch, der Typ hier. Interagieren, cool. Guten Morgen, Doktor. Morgen. Euch ebenso. Eine Frage, wenn ich darf. Arbeitet ihr hier an Bord oder seid ihr nur ein Passagier? Etwas von beidem, schätze ich. Ich wurde von der Royal Navy beauftragt, die Seekrankheit zu untersuchen. Ich beobachte die Crew während der Überfahrt. Wir glauben, dass Seeleuten das offene Meer besser bekommt als den Rest von uns. Ich möchte herausfinden, warum. Nun, ich hoffe, ihr habt Erfolg mit diesem Vorhaben. Ja, ich auch. Danke für die netten Worte. Das heißt, er ist irgendein unerfahrenen Typen mit an Bord genommen, der jetzt die Seele auskotzen muss, damit er weiß, ja, ne? Interagieren. Für einen Moment Zeit. Ah, noch ein London. Schön zu sehen, dass noch ein Mann mit Manieren an Bord ist. Rupert Martin, hocherfreut. Adam Kenway. Angenehm. Anscheinend haben wir die Stadt zur rechten Zeit verlassen. Ja. Habt ihr etwa nicht von dem Mord im Opernhaus gehört? Nein. Was ist geschehen? Das wird zurzeit noch untersucht. Und ich schätze, das wird noch eine Weile in Anspruch nehmen. Kennt man schon das Motiv? Jedenfalls war es kein Raub. Also vielleicht ein Geschäft, das schiefgelaufen ist. Oder etwas Persönliches. Könnte sein, etwas Schlüpfriges. Wer weiß. Aber ich bin froh, dass ich nicht dort bin. Die Stadt wird mit jedem Tag gefährlicher. So, da bin ich wieder. So, wir gehen weiter. Hier ist nichts mehr zum Interagieren. Draußen war noch einer, soweit ich weiß, wo man interagieren konnte. Aber... Sch! Katzenviecher! Okay, wir gehen jetzt einfach mal. Halt! Interagieren? Hä? Was ist kaputt? Ach, das ist unser Platz anscheinend. Ach so. Hoppala. Oh, schön. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen, ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Die Mannschaft befragen. Optionale Missionsziel. Limit für Gesundheitsverlust minus 10%. Ich sehe gar nichts. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während wir nur Büchsenfisch und Zwieback kriegen.
Jemand muss mal mit ihm reden. Mills hat's versucht. Der Captain wies ihn ab. Ich muss es nochmal probieren. Mit mehr Nachdruck, wenn nötig. Okay, unfair. Interagieren. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Krasse Sache, ich habe gar nichts gemacht und er will, fragt mich, ob ich Streit haben will. Ich glaube, der gehört nochmal verprügelt, der Typ. Was ist denn das hier? Kann ich mit dir reden? Ein Spiel spielen! Fanorona, Anfänger. Was man nimmt an diesem Fanorona aus Madagaskar stammt, das? Ach, man nimmt an, dass Fanorona aus Madagaskar stammt. Es wird auf einem Spielbrett mit 9 Reihen zu je 5 Feldern mit sich überschneidenden Linien gespielt. Jeder Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf das Brett und versucht dann, gegnerische Steine zu schlagen, indem er seine Steine entlang der Linie entweder auf einem gegnerischen Stein oder aus ihm wegbewegt, mäßig, keine Ahnung. Ziel, schlagen Sie alle Steine des Gegners. Regeln, schlagen Sie gegnerische Steine, indem Sie auf sie zu oder von einem von ihnen wegziehen. Wenn ein Stein geschlagen wird, nehmen gleichzeitig alle unterbrochen auf derselben Linie dahinterliegende Steine geschlagen. Schlagen ist Pflicht. Wenn nicht geschlagen werden kann, kann der Spieler einen beliebigen Stein auf ein benachbartes Feld, leeres Feld ziehen. Ach egal, komm. Erster Zug mal an. Ja, starten, ich will jetzt gucken. Ja, wir nehmen mal das hier. So, und jetzt? Ach so. Schwing dein Ding, Kollege. Ach so, das ist so ein Spiel, ist das hier. Das habe ich durchschaut. Okay. Ich jetzt. Ich kann jetzt nur mit denen, ich will mich aber zum Beispiel jetzt mit diesem hier bewegen. So, den machen wir mal dahin, ne? Oh, nice. Hat er nur eine Chance gehabt, der Typ. Verkackt hat er das, ey. Ey, komm! Alter! Hörst du mal auf jetzt? So sieht das schon mal viel besser aus. Ich kann immer nur die spielen, die er mir anzeigt. Knallen wir den mal hier hin, ne? Stecken wir mal hier, ne? Deine. Alright, bitch. Ich verstehe es nicht. Alright, habe ich mir 2 Stück gekrallt. Und warum? Einfach weil ich's kann. Hallo, warte mal hier.
kann unendlich viele Züge machen, ja, anscheinend. Ich kapiere es nicht. So, wir flutschen mal den da, ne? Jetzt müssen wir uns eigentlich alle beide dann nehmen können, aber nein. Also ich kann immer nur mit dem ich gerade den Zug gemacht habe, okay. Und der kann nur deine. Kann ich mir den hier rausknallen? Was haben wir noch? Heißt es er dran. Na, ich verliere! Weg damit, weg damit, weg damit. Arschloch. Den nehmen wir uns gleich mit hier. Wie? Das ist meiner. Tja, nie ist klar. Jetzt habe ich noch einen Arschloch hier. Den knallen wir mal hier, ne? Ja, jetzt bist du verwirrt, ha? Komischer Vogel. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Gesicht, um uns unbemerkt zu bespitzeln. Ruhig! Da kommt er. Tut, als würde er arbeiten. Das hab ich verloren. Hat immer seinen Hut auf und versteckt sein Gesicht, um uns unbemerkt zu bespitzeln. Ruhig! Dann sprechen wir mit dem jetzt. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoot hier oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Smoot oder zum Doktor? Alright. Go, go! Der mit dem blauen Hut hat gewonnen! Ja, whatever. Da tanzen zwei Männer miteinander. Yo, man of the hood. Speak mal mit mir, Gucci oder wie du hieß. Ich geb das in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Hinten auf diesem Fass. Diesen hier? Okay. Yo, man, auf the hood. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, them Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Oha. Was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Das will ich auch, Kollege. Dann kennt ihr keine anderen Lieder? Könnt ihr mal was anderes abspielen? Irgendwas von Lady Gaga oder sowas? Justin Bieber wäre jetzt schön. Jawohl, ich glaube, die würden mich aufhängen, wenn ich sowas abspielen würde. Hier, Leute, seid froh auf eure Vergangenheit, ihr habt keinen Justin Bieber.
Gut, wollen wir mal jetzt die Treppen hochgehen. Und jetzt? Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Ja, warum? Aber warum? Da hab ich... Hallo? Das hab ich schon gefragt. Gehen wir mal runter und gucken mal uns den Übeltäter an hier. Den Spacken da. So, ihr beiden Knuffels. Traut der Zweisamkeit, wa? Stellen wir den mal lieber nicht. Der Spieltyp. Ich weiß aber nicht spielen. Wir müssen herausfinden, wo die Idioten sind, die Kiste rausschmeißen. Und das müsste ja irgendwo da hinten sein. Wir sind ja von da runter gekommen. Das war auf der Seite da hinten. Also muss es hier sein irgendwo. Hinweise analysieren. Ja, ich hab die Lage erkannt. Da hat jemand gewichst. Seltsam. Äußerst seltsam. Alright, Beres. Hab ich eigentlich immer die Nahtlauge? Oh yeah. 3D-Röntgen-Attack. Okay. Oh, ich bin voll wichtig und schreibe hier ein paar Sachen auf. Oh, oh, oh. Jetzt tue ich so, als wenn ich richtig nachdenken würde. Schön. Doch, gefällt mir. Atlantischer Ozean, Tag 33. Ey, die sind schon einen Monat auf diesem verdammten, vermammeldeiten Schiff. Ein Monat, ey. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die! Achtung! Alle runter! Ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das darf nicht. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Tja, ich würde nur dick im Weg stehen, würde ich sagen. Hater. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Wahnsinnig. Kein Anzeichen für Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ach so. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Ich spiele nicht.
Der Typ, der immer so nett getan hat. Ist das größte Arschloch der Welt! Okay. Ein rotes Symbol. Rotes Symbol ist böse. Okay, ich muss mit. Zack, Milz. Stirb, Milz.